Sie sehen in diesem Clip, wie man sich per Videokamera und Telefongespräch bei der Comdirect legitimiert. Der Vorgang ist der gleiche, egal ob es sich um eine Kontoöffnung eines Girokontos oder eines Depots handelt. Den Link, wo man das Videoidentverfahren startet, finden Sie übrigens im Begleitartikel zu diesem Video. Uns hatten mehrere Leser, insbesondere aus dem Ausland, darauf angesprochen, dass sie nicht die Möglichkeit zum Videoident gefunden haben. Bitte gehen Sie nach dem Anschauen dieses Videos in den Begleitartikel. Den Link finden Sie direkt unter dem Video. Dort finden Sie dann auch die Telefonnummer, die Sie anrufen, um bei der Comdirect das Gespräch zum Videoident zu starten. So wie Sie es jetzt auch gerade im Bild bei der Susanne sehen. Oft wird nach der Registrierungsnummer von dem Eröffnungsantrag gefragt. Wenn Sie die Kontoeröffnung gerade erst gemacht haben, ist es ja noch offen, ist es noch online. Wenn nicht, lassen Sie ruhig den Support einfach nach Ihren Daten suchen, die hinterlegt sind. Wichtig ist zum Videoident, dass man den Kontoeröffnungsprozess abgeschlossen hat, und ob man das Videoident denn sofort macht oder auch erst Tage oder Wochen später, das spielt dann keine Rolle. Zur Legitimierung benötigen Sie Ihren Ausweis oder Reisepass. Anschließend werden einige Daten denn abgefragt, ein paar persönliche Daten und einige Sachen, die Sie denn vom Ausweis ablesen. Alles, was bisher passiert ist, wurde am Telefon abgesprochen. Sie haben die Bankmitarbeiterin oder den Bankmitarbeiter noch nicht gesehen. Das ändert sich gleich, denn nun geht es darum, die Videoverbindung für den zweiten Teil der Identifizierung aufzubauen. Den Link dazu finden Sie in dem Begleitartikel zum Video. Und am Telefon bekommen Sie dann den Sicherheitscode genannt, der dann dort in das Formular eingegeben wird. Dann klicken Sie auf Video starten. Es eröffnet sich ein neues Fensterchen. Und jetzt muss die Kamera noch angeschaltet werden. Da gehen Sie mit dem Maus darüber und ziehen einfach den Schieberegler nach rechts. Es kommt nochmal ein Hinweis, ob die Kamera zugelassen werden soll. Klicken Sie bitte auf Zulassen. Und dann, wenige Momente später, sehen Sie denn das Bild der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters. Das Fenster lässt sich auch noch etwas größer machen. Okay. Wenn ich da jetzt einen Schreibfehler drin habe, dann wäre die Identitätsfeststellung tatsächlich ungültig. Das wollen wir natürlich nicht. Nun bekommen Sie die Daten, die bei der Bank zur Identifizierung hinterlegt worden sind, die Sie gerade auch nochmal bestätigt haben im Telefongespräch, angezeigt. Schauen Sie bitte rüber, gucken Sie gründlich rein, ob auch alles übertragen wurde, ob die Adresse, ob die Hausnummer stimmt, ob alle anderen Daten auch stimmen. Genau, beim Geburtsdatum ist irgendwas komisch. Genau, das ist nicht die auf der Kurierzeile aus Ihrem Ausweis. Erst das Geburtsjahr, dann der Monat, dann der Tag und dahinter eine Prüfziffer. Ach so, okay, weil die 4 war irgendwie zu viel. Okay. Sollten irgendwelche Unklarheiten sein, sprechen Sie bitte den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin darauf an. Es ist wichtig, dass hier alles korrekt ist, damit das Videoident auch tatsächlich gültig ist und Sie zu Ihrer Kontoöffnung oder zu Ihrer Depotöffnung kommen. Okay, passt. Gut, wunderbar, vielen Dank. Dann gehe ich da wieder raus. Als nächstes müsste ich nämlich schon Ihren Ausweis überprüfen auf Echtheit. Da sind ja 4 Hologramme drauf, die muss ich auch über die Kamera erkennen. Okay. Okay. Und dann bitte einmal den Ausweis in die Kamera reinhalten und aus dem Handgelenk heraus mal so ein bisschen hin und her wegkippen, dass sich das Licht darin anders spiegelt, damit die Hologramme sichtbar werden. Nun muss der Ausweis so gehalten werden, dass verschiedene Sicherheitsmerkmale erkennbar sind in der Kamera. Dazu wird er auch leicht gekippt, um auch besser die Hologramme lesen zu können. Auf der anderen Seite, auf der rechten Seite des Ausweises, ist noch ein Adler. Ganz mal, ich drehe mal. Jetzt. Ja, genau, super. Dann haben wir jetzt eindeutig alle Sicherheitsmerkmale. Dankeschön. Dann können wir direkt mit den Fotos weitermachen. Ich würde Sie bitten, Ihren Ausweis neben Ihrem Kopf, rechts neben den Kopf zu halten, damit ich Ihren Ausweis und Ihr Gesicht gemeinsam einmal auf ein Foto bekomme. Ja, genau, Sie richten sich super aus, genau. So? Ja, genau. Oh, jetzt haben Sie gerade den Mund auf, in dem Moment, wo ich abgedrückt habe. Das ist besser, da legen Sie drauf. Dankeschön.
Vorderseite Ihres Ausweises und zwar nur von der Vorderseite, sodass ich die Schrift schön scharf. Jetzt wird noch ein Foto von der Vor- und von der Rückseite vom Ausweis bzw. Reisepass angefertigt. Die TAN aus der SMS wird dann in das Online-Formular eingegeben und abgesandt. Damit ist die Videolegitimation beendet und Ihr Konto eröffnet. Wenn Ihnen dieser Videoclip geholfen oder gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Vielleicht mögen Sie auch unseren Kanal abonnieren. So entgehen Ihnen keine wichtigen Entwicklungen bei den besten deutschen Direktbanken, die wir für unsere Fans beobachten. Vielen, vielen Dank und bis bald in einem neuen Video. Abschließender Hinweis, im Begleitartikel zum Video finden Sie alle Links.